die Units haben, der ist abnormal. Und gut, scheinbar hat er es da gerade mit Helions probiert. Ja, da haben wir noch ein paar abgekokelt, mehr oder weniger. Und LOL geht's stark in die Defensive mit Stachelgrabler. Ja, ist sicher nicht schlecht. Müsste sich ausgehen, dass die Helions genau hier rumgehen können und praktisch wieder frittieren können. Aber ja, da sind jetzt auch ein paar Helions weiter vorne. Raven wäre vielleicht für Web nicht schlecht, dass er die Kriechertumore unter anderem zerstören kann und bewegt sich da jetzt auch vorwärts. Ai, aber da trifft er auf Hydralisken, aber da reagiert LOL nicht und lasst sie einfach weiterziehen, statt dass sie stoppt. Und da mittlerweile einiges verdient. Jetzt sehen wir aber auch von Web, macht richtig Schaden, holt sich die schön die Schaben. Hier haben wir die Königin, die könnte natürlich zusätzlich Transfusion nutzen. Und ja, mehr oder weniger ist die Armee von LOL jetzt ziemlich frittiert, kann man sozusagen sagen. Schauen wir mal, was nachkommt. Kommen weitere 8 Hydralisken nach. Hat einige verloren, was unter anderem nicht sein hat müssen. Und Web macht's genau richtig. Geht hier jetzt auf die Natural, weil in der Main wird er sich denken, dass es nicht mehr allzu viel gibt. Und ja, da sehen wir einfach den Arnie-Klon, wie es bum 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 geht. Arnie ist hier und so, ne? Ja. Die letzten Units zerstört, da kommen noch ein paar Hydralisken, ja, aber einzelne Hydralisken werden es damit nicht aufnehmen können. Soll da Focus Damage machen, macht das auch und hat auch diesen wiederum down bekommen, aber wir haben noch auf Seiten von Web zwei Tors übrig und ja, mehr hat er im Moment nicht. Er hat jetzt noch 4 Helions produziert. Im Hintergrund bewegt sich hier aber momentan nur mit 2 Helions. Schauen wir mal im Gegenzug. Ja, da kommen wieder 3 Hydralisken, aber wer nicht mehr lang kommen, weil der Hydraliskenbauer mittlerweile zerstört wird. Ja, hier kann nicht mehr wirklich gemeint werden. Schauen wir mal darunter. Gut, Web hat sich mittlerweile das Gold geholt, was aber mehr oder weniger auch LOL bekannt ist. Ja, da kommt LOL jetzt auch zusätzlich mit einem Stachelgrabler. Sollte aber die Units nicht einzeln reingehen, vor allem nicht genau beim Gegner die Stachelgrabler reinsetzen, weil das Problem mehr oder weniger ist, bis die eingegraben sind. Schauen wir uns das an. Es ist noch ein Tor vorhanden und der erste Stachelgrabler ist da und der zweite Stachelgrabler wird jetzt angehaut. Ja, klar, kommt da jetzt auch Schaden und da haben wir Zerklinge, die auf den Haltepunkt gehen. Ja, und da muss man halt aufpassen. Da stehen jetzt zum Beispiel wieder ein paar Zerklinge, die nicht auf dem Tor gegangen sind. Jetzt muss ich aber LOL auf jeden Fall was einfallen lassen, denn ich nehme nur mit Zerklinge, wenn vor allem wenn Helions da sind, die mittlerweile 41 Schaden gegen leichte Units machen. Gehen wir mal schauen, haben wir das Upgrade? Ja, das Upgrade ist vorhanden, auch der komplette Schaden ist abgegradet. Hoppala. Bleiben wir auf der Position, schauen wir uns einmal das Einkommen an. Ja, Web geht jetzt tierisch ab in Einkommen, hat jetzt unten das Gold, hat die Natural Expansion in der Main, ist nichts mehr. Hier kann er keine Mools nutzen. Hier wird momentan WWFs gebaut, aber bewegt sich jetzt auch wieder vorwärts und da sehen wir es, frittiert regelrecht die Zerklinge und wird jetzt versuchen zu unterbinden, dass LOL ein weiteres Einkommen hat. Da hat aber auch jetzt LOL das Spiel verlassen ohne NGG, finde ich sehr schade, weil ich habe das Spiel recht gut gefunden. Möchte auch dazu sagen, dass man dieses Spiel der Web zugeschickt hat. Vielen Dank da an dich für dieses Replay. Und ich hoffe, euch hat es gefallen, so wie es mir gefallen hat. Wenn das so ist, dann klickt doch auf den Daumen hoch, also auf den Mag-ich-Button und wisst ihr, abonniert mich, gell? Und möchte euch natürlich auch die Möglichkeit wiedergeben, habt ihr ein Replay, dann schickt mir das doch bitte an littleyoshi@gmail.com und sofern möglich werde ich das natürlich auch casten. Des Weiteren möchte ich auch noch zusätzlich erwähnen, es gibt in StarCraft.de, im StarCraft 2 Bereich, im allgemeinen Teil habe ich an Threads sowie auch im offiziellen StarCraft 2 Forum in Mehrspieler- und E-Sports-Bereich. Da könnt ihr euch auch gerne zu Wort melden, wenn ihr das möchtet. Und jetzt kommen wir unter anderem zum Resümee vom Spiel, vom Web her. Ja, Web hat ziemlich solide gespielt, hat, wie man auch hier sieht, die Energie recht effizient genutzt. Was ich da scheinbar ein bisschen unsicher hat, der planetare Festung macht, ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sofern er halt mehr oder weniger sein solides Einkommen hat, da er nicht unbedingt jedes Mal zurückrennen muss, wenn hier etwas ist. Hat sich letztendlich auch das Gold geholt, hat mit dem Druck nicht nachgelassen. Dass er Tors genommen hat, war relativ gut, hat damit unter anderem auch, sage ich jetzt einmal, unterbunden, dass Mutalisken kommen, weil mit Mutalisken gegen Tors, wenn ich da nicht eine gewisse kritische Anzahl habe, überlege ich mir das zweimal, ob ich da angreife.
also ob ich die direkt mit im Kampf ziehe. Und ja, die Helions und Hart, auf jeden Fall, er hat seine Upgrades genutzt. Die Boden-Units, wie man gesehen hat, waren mehr oder weniger, ja, waren für einen Mix auf jeden Fall gut. Er hat Marines dabei gehabt, dass er auch eher anschießen kann, so wie mit die Thors natürlich. Tanks diesmal nicht, waren diesmal nicht dabei, aber die Helions hat sich da auch das Upgrade geholt. Jetzt im Nachhinein gesehen hat er sich auch das Teamback geholt, hat er richtig gut gemacht. Die Upgrades hat er gut genutzt, hat man auch gesehen. Das macht halt unheimlich viel aus und hat immer wieder für Druck gesorgt. Hier auch direkt drauf gegangen, ist relativ weit gekommen, gibt es nicht allzu viel jetzt zu bemängeln, sage ich jetzt einmal. War ein guter Unit-Mix, hat auch immer geschaut, dass er nicht so bleiblockt ist. Ja, teilweise muss man halt schauen, auf welche Units geht man genau. Die WWFs, ich würde sie nicht unbedingt vor den anderen Units vorsetzen, denn die WWFs in diesem Sinn waren ja eigentlich dazu da, um einfach die Tors zu reparieren, ne? Die auf einen eigenen Shortcuts legen oder halt mehr oder weniger Rechtsklick auf die Unit und dann sollten sie ihr folgen und automatisch reparieren. Es macht halt viel aus, wenn Tor repariert wird, ne? Ja, ansonsten ist dann direkt in die Main gegangen, hat auch den Hydraliskenbau zerstört, dieses dann kickt und ja, hat auch im Nachhinein dann, wie er noch einmal angriff, hat die richtige Entscheidung gewählt und hat gewusst, dass hier unten was ist und ist daraufhin losgegangen. Wollte jetzt mehr oder weniger auch hier das Einkommen kicken und ja, das wär, spätestens dann wäre es für LOL einfach der Genickbruch gewesen. Hat er recht gut gemacht, kommen wir zum Resümee für einen LOL. Ja, ist anfangs stark auf Schaben gegangen, hat sich dann auch das Baneling-Nest überlegt, war hier herüben im Prinzip auch nicht schlecht, nur da hätte mehr Focus-Damage kommen müssen und die Banelinge gegen Thors, ich finde es nicht so toll, weil die Thors halten halt unter anderem auch einiges aus, sind auch gepanzert, ist sicher nicht schlecht gewesen, so wie hier die Stachelgraber, ja, waren auch nicht so schlecht, hat damit auch einiges abwehren können, aber ja gut, wenn man die Ressourcen hat, ehrlich gesagt, warum nicht, ja? Wäre eventuell vielleicht sogar besser gewesen, wenn er die unter anderem hier gesetzt hätte. Ja, aber er muss ja halt auch die Echse verteidigen, ne? Dass man ganz einfach einen Teil hinterm Rauch hat, einen Teil hat man vorne und wenn ich eine Königin mit in den Kampf nehme, dann sollte ich auf jeden Fall auch die Transfusion nutzen, damit ich meine Einheiten heilen kann. Vor allem in dem Fall halt die Schaben, weil die Schaben, ja gut, die Marodeure haben den Schaben gut zugesetzt, auch die Thors, wenn man sich das jetzt anschaut, 39 Schaden, das mal 2, weil es sind ja 2 Angriffe, ne? Und ja, setzt den Schaben dann natürlich auch ziemlich zu, weil es sind 78 Schaden, ne? Aber hat auch einen guten Unit-Mix gehabt, mehr oder weniger. Die Banelinge waren halt nicht so das Ding, vor allem die Hydralisken hat das Problem gehabt, dass dann Web verstärkt auf Helions gegangen ist, hat da auch das Upgrade gehabt, ja. Und die Hydralisken sind und bleiben nun mal Units mit leichter Panzerung, also leichte Einheiten mehr oder weniger. Und da sitzt halt der Bonusschaden. Schauen wir mal, vielleicht finden wir noch irgendwo ein Helion, da haben wir ein Helion. Ja, und das sind 41 Schaden, ne? Und der Hydralisk hat, glaube ich, 80 Hitpoints oder so. Könnt's mich natürlich in die Kommentare berichtigen, wenn es wollt. Und ja, wenn da ein paar Helions draufballern, dann ist mehr oder weniger Geschichte. Er hat aber relativ gut hier geäxt, hat das auch zustande kommen lassen. Hätte ich hier zum Beispiel zum Unterbinden Stachelgrabler gesetzt, das sieht man relativ oft, hat sie hier oben gesetzt. Das ist sicher auch nicht schlecht, aber hier oben nutzen sie einen zum Beispiel nichts, wenn der Gegner dann in die Natural geht, ne? Ja, hätte sich auch ein bisschen mehr entscheiden müssen. Hier sieht man jetzt auch die Drohnen, die dann natürlich wegschicken. Wir haben hier einen Bauer, nur eine Evo-Chamber. Er ist eigentlich nur auf Boden-Units. Hätte ich auf jeden Fall zweite baut von den Ressourcen. Man sieht es vom Gas her, hat es auf jeden Fall. Von den Minerals. Ja, gut, er hat jetzt ziemlich viel auf einmal ausgegeben, um das Ganze eben halten zu können. Aber dann nehme ich einfach eine zweite und gehe zum Beispiel her, wenn ich hauptsächlich mit Schaben spiele, so wie, na, wie heißen es ja, Hydralisken, dann hole ich mal 2 und tech halt diese beiden hoch, ne? Weil er hat im Prinzip nur Level 1 Upgrade, ne? Vor allem auch auf die Waffen und
Web ist halt starke Mech-Units, vor allem die Helions auf Level 3, so wie das gilt ja auch natürlich dann für die Thors, ne? Das sind halt mechanische Einheiten, sie sind massiv, man sieht eh hier 400 Hitpoints, das dauert halt einfach seine Zeit. Ja, was hätte er anders machen können? Unter anderem eventuell sich Verseucher holen für einen Fungal Crow zum Beispiel wäre Möglichkeit gewesen. Ultralisken, ja, ich mag sie besonders gern, da sie viel Wumms haben, da sie einen Splash-Schaden haben. Das heißt, wenn sie in Reichweite praktisch von Marauder, Marines sind, ja, dann kriegen halt gleich mehrere Schaden. Muss man aber aufpassen, denn die Marauder machen halt Zusatzschaden, sind halt 30 Schaden drauf. Aber so ein Ultralisk müsste auch jetzt Pi mal Daumen aus dem Kopf 500 oder 550 Hitpoints haben. Und gescheit upgraded hat der auch einiges an Rüstung, dass nicht so viel reinkommt. Und wenn man dahinter dann zum Beispiel seine Schaben oder die Hydralisken hat, dann fetzt das natürlich ordentlich rein, weil die Ultralisken stark Schaden machen. Und ja, zu Mutterlisken hätte ich ihn auf keinen Fall geraten, weil man hat gesehen, dass eben Web stark auf Thors geht und bis er da sogenannte kritische Anzahl zusammen gehabt hätte, das, ja, das wäre einfach zu viel gewesen. Ne? Ja, das war's mehr oder weniger von mir. Könnt's natürlich, wenn's ein paar Sachen anders seht oder sonstiges, kommentiert es doch einfach. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Morgen. Euer Little Yoshi.